habe die letzten Tage viel nachgedacht über das alles hier, über den Kanal, über die Art und Weise, wie Videos entstehen, wie viel Zeit ich wofür aufbringe. Das ist natürlich aktuell in einer zeitlich etwas angespannten Situation mit dem Haus und allem anderen. Die eine Sache aber auch, wie das davor funktioniert hat, die ganzen letzten Jahre, wie es gelaufen ist und wie das Ganze in Zukunft weitergehen kann. Daraus sind tatsächlich ein paar Ideen und Erkenntnisse erwachsen mit wahrscheinlich weitreichenden Folgen für den YouTube-Kanal und für mich, und die wollte ich gerne mit euch teilen. Und eigentlich wollte ich das schon vor Ostern machen, dann ist mir die Bandscheibe um die Ohren geflogen und hat alles so richtig durchgerüttelt. Wobei, so viel gerüttelt hat da nicht mehr, ich habe eigentlich nur rumgelegen. Und das ist das erste Mal seit Ostern, dass ich wieder länger am Stück sitze. Vermutlich bedeutet das, dass ich jetzt für immer in diesem Auto bleiben werde. Darum soll es heute überhaupt nicht gehen. Es gibt ein paar Dinge, die haben so ein bisschen gebraucht, um in mir zu reifen, um sie in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich klarer und klarer zu bekommen. Und richtig Schwung hat das Ganze so in den letzten ein, zwei Wochen aufgenommen. Ich wollte das mit euch so ein bisschen aufarbeiten, damit ihr vielleicht versteht, wo ich herkomme, und euch so ein bisschen mitnehmen. Ist ja irgendwie auch euer Kanal. Und neben dieser Reise wollte ich euch auch ein bisschen an der wilden Achterbahnfahrt teilhaben lassen, die in meinem Oberstübchen abläuft. Und ich glaube tatsächlich, dass ich in den letzten Monaten ein paar Sachen aus den Augen verloren habe. Und das Ganze im Zuge einer Professionalisierung. Vermutlich müssen hier ein paar Dinge wieder unprofessioneller werden, aber das ist gar nicht so einfach. Und dazu komme ich gleich, denn ich brauche dazu Hilfe auch von euch. Als Gemeinschaft, aber von einer Person ganz im Speziellen. Und die Stammzuschauer von euch haben es ja vielleicht schon mitbekommen, dass ich die letzten Mitarbeitergespräche das schon thematisiert habe, dass ich mir Hilfe holen wollte, und das habe ich auch getan. Und in der Folge haben sich bestimmte Dinge im Alltag dieses Kanals einfach professionalisiert. Das Organigramm ist nicht mehr ein einfacher Kreis um meinen Namen und es gibt mehrere Menschen, die mir helfen. Mit Pauline ist irgendwann letztes Jahr die erste Vollzeitkraft hier dazugekommen. Aber diese gesamte Professionalisierung hat, wie kategorisieren wir das sinnvoll, auf der Business-Seite stattgefunden. Ich habe Hilfe dabei abzuwickeln, was für Anfragen reinkommen, wie irgendwelche Sponsoren betüdelt werden und wie neue gefunden und Sachen abgerechnet werden. Was ich nicht bekommen habe, ist Hilfe dabei, diese Videos zu erstellen. Und jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, das ist natürlich ja auch völliger Quatsch. Das ist ein YouTube-Kanal, da brauchst du natürlich als erstes Hilfe dabei, Videos zu erstellen. Und das mag auf den ersten Blick sinnvoll erscheinen und auf den zweiten vielleicht auch. Und auf den dritten. Aber die andere Sache ist so ein bisschen, dass es natürlich sehr viel schwieriger für mich ist, Dinge aus der Hand zu geben, die diese Videos betreffen. Außerdem ist es nicht mal ganz wahr. Ich habe im letzten Jahr durchaus auf die Hilfe von jemandem zurückgegriffen, der mir beim Schneiden einiger der Videos geholfen hat. Aber das andere Problem ist natürlich auch, dass es jede Menge Dinge gibt, die ich gar nicht aus der Hand geben will, weil mir ja auch der Schnitt Spaß macht, weil ich glaube, dass bestimmte Dinge erst im Schnitt dieser Videos entstehen. Und außerdem kaufe ich auch viel zu gerne Equipment. Das ist auch ein Laster von mir. Also mehrere Laster voll Equipment. Ich meine, am Ende des Tages war der Spaß der ursprüngliche Grund, diesen Kanal nicht nur zu starten, sondern ihn auch bis hierhin durchzuziehen. Und damals habe ich ja nicht mal absehen können, dass das mal meine Haupteinnahmequelle wird. Nicht mal, dass es überhaupt eine Einnahmequelle werden könnte. Sondern, dass ich diesen Käse damals gemacht habe, weil ich das Zeug, das ich hier vorstelle und ausprobiere, sowieso gerne gekauft hätte. Und mir bei vielen einfach der Vorwand fehlte. Und ich glaube schon, dass die Business-Seite zu professionalisieren der richtige Schritt war. Es ist auch am Ende völlig egal, weil es der Schritt ist, den ich getan habe. Aber jetzt muss, glaube ich, der nächste Schritt in eine inhaltlichere Richtung funktionieren. Ich glaube, dass es für euch besser wird. Ich glaube, dass es für mich besser wird. Das, was wir im Business eine Win-Win-Situation nennen. Und das ist wahrscheinlich der wichtigste und größte Schritt. Aber was hat das mit weniger professionell zu tun, wenn ich den ganzen Kram hier mehr professionalisiere? Denn ich will, glaube ich, wieder ein bisschen mehr dahin zurückkommen, einen ganz bestimmten Anspruch, den ich in letzter Zeit an die Videos gestellt habe, wieder abzulegen.
Und nicht, weil ich glaube, dass die Videos in letzter Zeit perfekt waren. Ich glaube sogar, dass ein Anspruch, den ich an die Videos gestellt habe, dazu geführt hat, dass sie beim Versuch, sie besser zu machen, auf eine Art tatsächlich was verloren haben. Sie? Habe ich sie gesagt? Hatte dieser Satz ein Nomen? Wen hat er denn angehupt? Warum steht da ein Förster im Wald und hupt? Naja, die alten Griechen haben das, glaube ich, Paradoxon genannt. Aber also nicht, dass ein Förster im Wald hupt, sondern... Aber lass mich mal versuchen, das zu erklären. Die Sache, die ich sehe, wenn ich mich zum Beispiel darauf festnagel, mehr oder weniger einmal pro Woche hier ein Video abzuliefern, dann erzeugt das auf der einen Seite natürlich einen relativ großen zeitlichen Druck. Und das klappt nicht immer, wie ihr kürzlich gemerkt habt und wie ihr so halb auch jetzt merkt. Darum kommt das Video, das eigentlich heute kommen sollte, die nächsten Tage. Vergesst das. Aber auf der anderen Seite erzeugt das Ganze auch einen inhaltlichen Druck, dass ich versuche, ein fertiges und in sich geschlossenes Video abzuliefern, dass ihr alleine steht und dass ihr auf eurem, was auch immer das hier für ein Abspielgerät ist, eurem Telefon, Fernseher oder Internet-connected Joghurt-Maker gucken könnt. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, von der ich am einfachsten wegkomme, wenn ich die Veröffentlichung wieder etwas mehr flexibilisiere und vielleicht sogar damit mittel- bis langfristig die Produktion und die Taktung besser machen kann. Also, dass in einer fernen Zukunft vielleicht sogar mehr Videos entstehen. Die haben vielleicht weniger den Anspruch, ein Thema in Gänze und für ewig und drei Tage zu erschlagen. Und dann kann ich tatsächlich einfacher wieder Projekte begleiten, wie ich das damals zum Beispiel bei der Bewässerungsgeschichte gemacht habe, die wir bei uns im Garten eingegraben haben. Also erst geplant, dann eingegraben, dann, ich weiß gar nicht mehr, was die anderen Teile waren. Und am Ende hat sie teilweise funktioniert. Und das über mehrere Videos. Das hat mir großen Spaß gemacht. Das hat mir natürlich auch ein bisschen Luft gegeben. Ich hatte das Gefühl, dass es für euch eine Sache war, die ganz gut angekommen ist. Und realistisch betrachtet werden wir spätestens im neuen Haus viele solcher Projekte haben. Wir werden die Programmierung des eigentlichen Hauses haben, das ein fortwährender Prozess sein wird. Wir vernetzen ja erstmal viel, ohne dass wir so richtig wissen, wofür. Denn auf der einen Seite, weiß ich, haben wir eine Dunstabzugshaube und auf der anderen eine Dachbodenluke, die motorisiert öffnen kann. Haben die irgendwas zusammen zu tun? Keine Ahnung. Vielleicht finde ich irgendwann was. Und das ist ja nur ein Beispiel, wo ich sehe, dass man daraus ein langfristiges Projekt machen kann. Der ganze Außenbereich vom Haus wird wieder ein fortlaufendes Projekt. Und ja, generell glaube ich, dass da viel drin ist. Bei der Sanierung selbst lassen wir ja einfach gerade viel machen. Das ist nicht so besonders aufregend im Video. Aber wenn wir dann da eingezogen sind und dann noch längst nicht alles fertig sein wird, wird im besten Fall das Geld alle sein, im schlechtesten Fall ist noch weniger da. Ja, nicht so husten, das tut im Rücken weh. Da wird viel einfach in Eigenleistung passieren müssen, gerade im Garten. Und da werden wir vieles von dem Gelernten der letzten Jahre anwenden können. Und da muss wieder Bewässerung, Mähroboter, Gartenbeleuchtung, das muss ja alles wieder passieren. Und wie ich auf der Light and Building gelernt habe, wird der Garten vermutlich auch Radar überwacht werden müssen. Es gibt so viele Dinge, die wir dann machen können. Und in meinem Kopf sind vieles davon einfach Sachen, die sich schwer in ein in sich gekapseltes Video gießen lassen, sondern das ist mehr eine Art Seifenoper aus unserem Garten. Selbst so Dinge wie die U-Secure neulich wäre eine Sache, die ich mir gerne in einem halben Jahr oder einem Jahr nochmal vorknöpfen will, weil ich das Gefühl habe, dass bei U-Secure gerade softwaremäßig einfach sehr viel passiert. Und darum glaube ich, dass es einfacher wäre, ein wieder etwas offeneres Format zu haben und dass man auch Technik in unserem Leben mehr begleiten kann und einzelne Projekte hat. Also, dass ein Video auch online gehen kann, ohne dass es in einem Fazit endet. Das hat auch Vorteile, auch für mich, wie damals, wo ihr mir im Video gesagt habt, dass das, was wir im Garten gemacht haben, völlig überflüssig war, weil man einfach auch einen Einzelteil von dem Bewässerungsding tauschen könnte. Hätte mir viel Schweiß und Fluchereien gespart. Das erfordert aber auf der anderen Seite, also wenn ich mehr diese größeren Projekte machen will und die in mehr Videos begleiten, die ja auch alle geschnitten werden wollen, und wenn dazwischen diese Produkttests stattfinden von Sachen wie dem hier, die ja trotzdem stattfinden werden, und wenn ihr jetzt schon merkt, dass es teilweise an der Grenze meiner Kapazität ist, dann ist die Erkenntnis der letzten Tage, Wochen, realistisch Jahre, aber eingestanden habe ich es mir erst in der letzten Zeit, dass ich eine Person suche, die mir bei dem ganzen Bums hier helfen kann. Was ich aber suche, ist ein bisschen schwer zu definieren.
Ich würde sagen, eierlegende Video-Wollmilchsau. Und in Ermangelung eines besseren Namens habe ich es Videoproduzentin genannt. Und die suche ich hiermit offiziell. Die Stellenbeschreibung findest du unten in der Videobeschreibung und unter spielundzeug.com/jobs. Ich will aber auch noch ein paar Dinge dazu kurz sagen, damit ihr vielleicht ein besseres Bild davon habt, was ich mir in meinem komischen Kopf entsonnen habe. Es geht auf jeden Fall um eine Person, die mit mir zusammen diese Videos produziert. Und diese Videos sollte in der Lage sein, kurzfristig auch mal beim Dreh zu helfen. Wo wir sagen können, hey, jetzt gerade ist das Wetter gut, jetzt könnten wir uns treffen, um ein Fahrrad, eine Drohne oder einen Mähroboter zu filmen. Ihr merkt schon, das wird der Knackpunkt für viele sein. Ich brauche eine Person, die hier vor Ort ist. Also Bremen und Umgebung. Nur Party bis morgen. Kein Schlafen, nur Party. Und die genaue Position besprechen wir dann im Bewerbungsprozess. Ich möchte das hier nicht im Video komplett doxen. Du sollst trotzdem viel von zu Hause arbeiten. Also jedenfalls da, wo es geht. Wenn wir gemeinsam drehen, geht es natürlich nicht. Aber das Schneiden kann in der Regel bei dir zu Hause stattfinden. Oder wo auch immer du willst. Es wird nur nicht immer gehen, dass alles von zu Hause stattfindet. Und wenn nicht, wäre es ganz gut, wenn du in der Nähe bist. Denn mein Gedanke ist ja auch, und das merke ich bei mir selbst, wenn es eine Person ist, die dabei ist, wenn etwas aufgenommen wird, dass es einfach schneller geht, daraus was zu schneiden, wenn man selber bei der Aufnahme dabei war. Weil ich glaube, es gibt so viel Synergie, wenn das einfach eine Person ist. Denn wenn ich dabei war, wenn ein Video gedreht wurde und bisher zumindest war ich immer dabei, dann weiß ich, gerade wenn ich zeitnah die Nachbearbeitung mache, okay, hier hast du dich dreimal verhaspelt, das kannst du gleich überspringen und hier geht's dann richtig los. Und genauso glaube ich, dass es sinnvoll ist, wenn eine Person, die das aufgenommen hat, dieses Video dann auch weiter verwurstet zu einer Rohfassung, wo wir dann gemeinsam den letzten Schliff ranlegen. Denn es soll am Ende natürlich ein Video sein, das auf diesem Kanal vernünftig funktionieren kann. Also ich suche vorrangig jemanden, die oder der mir dabei hilft, die Videos zu schneiden. Aber hin und wieder ist sicherlich auch mal ein bisschen Kamera halten dabei. Und deswegen ist es das, was wir hippen Vorgesetzten hybrider Arbeitsplatz nennen. Also ein bisschen was von wo auch immer du willst und ein bisschen was von wo auch immer ich will. Also es wäre schon ganz gut, wenn du dich mit YouTube einigermaßen auskennst, wenn du idealerweise auch DaVinci Resolve schon kennst und das ist wahrscheinlich der wichtigste Teil bei der ganzen Geschichte, dass wir gut miteinander klarkommen. Denn in meinem Kopf werden wir uns ja schon ein-, zweimal die Woche sehen. Und um das auch nochmal kurz zu sagen, ich suche keinen Freelancer. Ich möchte jemanden, der das in Voll- oder zumindest Teilzeit macht und wirklich mit dem Kopf bei diesem Kanal ist und sich auch Gedanken macht, wie das Ganze besser werden könnte. Ich habe auch mal so ein kleines Bewerbungsformular gebaut, das ist unten verlinkt und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was die Katze uns so ins Haus trägt. Ich gehe da tatsächlich relativ ergebnisoffen ran, weil ich sowas auch noch nicht so oft gemacht habe. Finden wir gemeinsam raus, wie ein vernünftiger Bewerbungsprozess aussieht und dann finden wir gemeinsam raus, ob das, was ich mir als Wunschvorstellung überlegt habe, eine Sache ist, die für euch oder für eine oder einen von euch interessant genug klingt, dass wir hier sowas hinbekommen können. Wollte ich noch irgendwas Wichtiges sagen? Weiß ich nicht mehr. Aber seht dieses Video schon mal als ersten Teil eines Prozesses, in dem ich euch auch wieder mehr in so Metathemen mitnehme. Okay, ich würde sagen, bevor das Ganze hier komplett ausartet, machen wir den Laden dicht und dann sehen wir uns schon sehr zeitnah wieder und sprechen über dieses Monstrum, was aktuell bei uns im Wohnzimmer steht und unseren Familienfrieden belastet. Wenn euch diese ganze Reise interessiert, dann abonniert. Okay, ich mach aus.